Manila ist ein neues Imprint der Ullstein Buchverlage. Und wir haben das in Kooperation mit unseren Bonnier-Schwestern in UK, in England, gegründet, Bonnier Sapphire. Und die Idee ist, wir wollen Bestseller, die wir in Deutschland haben, hier bei Ullstein oder auch bei Piper oder eben auch in Schweden bei den Schwestern, den Bonnier-Schwestern dort oder in Finnland oder in Norwegen, die wollen wir auf englischer Sprache für englischsprachige Leser in der ganzen Welt veröffentlichen. Denn es ist gar nicht so leicht, einen Verlag in England oder Amerika oder Australien zu finden. Aber wir glauben an das Potenzial. Wir glauben daran, dass großartige Geschichten im Krimi- oder Frauenunterhaltungsbereich für alle Leser erhältlich sein sollen. Und wir glauben auch, dass die sich super gut verkaufen können. Und deswegen haben wir Manila gegründet. Vor einiger Zeit wurde ja hier ausgerufen, wir sollen Ideen generieren, wir sollen kreativ sein. Und da habe ich dann einen Herzenswunsch sozusagen von mir geäußert. Und diese Idee hatten auch einige Digitalmanager, nämlich dass wir gemeinsam das hohe Potenzial in unseren Stoffen sehen, in unseren Krimis, in unseren Frauenunterhaltungsromanen und glauben, dass es eine große Leserschaft im englischsprachigen Raum gibt, die Lust hätten, diese Stoffe zu lesen. Und so haben wir ein Team gegründet. Das waren Friedrich Wehmeyer, Ulrike von Stenglin und ich. Und wir haben diese Idee ausformuliert, haben recherchiert, haben mit verschiedenen Leuten gesprochen und sind dann auf unsere Schwesternverlag in England gestoßen und haben dort dann gemeinsam mit denen die Idee weiter konzeptionalisiert und am Ende ist Manila geboren. Innerhalb von einem Jahr. Nicht schlecht, oder? Ich glaube so stark und fest daran, dass wirklich eine großartige Geschichte, eine tolle, spannende Geschichte, eine herzerwärmende Geschichte, kennt keine sprachlichen Grenzen. Und die englischsprachige Welt hat natürlich viel tolle Geschichten, aber so haben wir es auch hier in Deutschland oder in Finnland oder in Frankreich irgendwann, vielleicht wenn wir mit einem französischen Verlag auch zusammenarbeiten können. Die ganze Welt hat tolle Geschichten und die sollte nicht wegen einer Sprache limitiert sein zu einem gewissen Sprachraum, sondern die sollen alle übersetzt werden. Und die englische Sprache ist natürlich die universellste Sprache, weil die meisten Leute sie sprechen. Vielleicht Chinesisch oder Spanisch, ich weiß es nicht so genau, aber wie dem auch sei. Ich glaube fest daran, dass diese tollen Stoffe, die wir haben, für ein englischsprachiges Publikum erreichbar sein sollen. Und deswegen glaube ich so fest an Manila. Gerade in der digitalen Welt ändert sich gerade so viel. Es werden Grenzen aufgebrochen, neue Konzepte, von denen wir vor ein paar Jahren noch nicht einmal träumen konnten, werden plötzlich realisiert. Aber wir leben in einer sehr, sehr kreativen Welt. Und deswegen glaube ich, ist es auch so etwas wie Sprachgrenzen oder Territorien. Das ist etwas, was vielleicht in 5 bis 10 Jahren nicht mehr so existiert, wie es heute ist. Wer weiß, vielleicht schon, vielleicht nicht. Aber dass ein spannendes Buch, ein Bestseller, ein Hochpotenzialtitel nur für einen kleinen Kreis an Lesern erhältlich sein soll, das ist bestimmt nicht zukunftsweisend. Und deswegen ist Manila auf alle Fälle ein Projekt, das viel, viel Potenzial auch in der Zukunft hat.